Was ist der Doppler-Effekt? Auf den Doppler-Effekt trifft man bei Schall und Licht, weil sich beides als Welle durch den Raum bewegt. Ein Beispiel: Ein Krankenwagen mit laufender Sirene steht still. Die Wellen können sich mit einer konstanten Frequenz verbreiten. Wenn der Wagen aber nun losfährt, drückt er die Wellen vor sich her und zieht die Wellen hinter sich auseinander. Betrachten wir das mal genauer. Durch die Bewegung des Krankenwagens wird die vor ihm laufende Welle gestaucht. Es entsteht eine hohe Frequenz. Diese hören wir als hellen Ton. Umgekehrt wird die Welle hinter dem Krankenwagen langgezogen und bekommt eine niedrige Frequenz. Dadurch hören wir sie als tiefen Ton. Wenn das nächste Mal ein Krankenwagen an dir vorbeifährt und du dich fragst, wieso dieser Tonwechsel entsteht, dann denk daran. Vor ihm drückt er die Wellen zusammen und hinter ihm zieht er sie in die Länge. Aber wie läuft das beim Licht? Wenn man Licht in seine Bestandteile bricht, entsteht ein solches Farbspektrum. Eine stehende Lichtquelle verbreitet ihre Strahlen gleichmäßig und wirkt daher auf den Betrachter gelb. Bewegt sich das Licht aber mit einer hohen Geschwindigkeit auf den Betrachter zu, so bekommt es eine grünliche Färbung, da sich die Wellen auch hier zusammendrücken. Entfernt sich die Lichtquelle, wirkt es eher rot, da sich nun die Wellen in Richtung der roten Anteile stauchen. Das alles muss aber mit einer wahnsinnigen Geschwindigkeit passieren. Daher kann man den Doppler-Effekt vor allem bei den Sternen beobachten. Durch den Doppler-Effekt konnten Wissenschaftler herausfinden, dass sich unser Universum ausdehnt. Die Sterne bewegen sich von uns weg. Dreht man diese Rechnung um, wirft man damit einen Blick in die Vergangenheit. Es lässt sich also mit Hilfe des Doppler-Effekts bestimmen, wann es den Urknall gegeben haben muss. Und somit, wann unser Universum, wie wir es kennen, entstanden ist.